Dann kann Also, er schon mal fangen zum wir jetzt Abfahren an damit fahren. oder? Und dann lade ich mich wahrscheinlich ein irgendwie. Ja, Johann macht das bestimmt. Achso, ja, warte. Ja, bin ich alleine. Oh! Ich habe gerade Gefängnisausbruch. Flugzeug, was? Steht ein Flugzeug im Lager? Da sind noch ein paar arschvolle neue Jobs dazugekommen, ne? Ja. Ja, ich sehe schon. Auch ein komplett neuer Spielmodus irgendwie ist noch dazugekommen. Ja, ja. So ein. Oh, ich verstehe jetzt nicht an. Ja, wir müssen jetzt erstmal das Wichtige testen, ist ja logisch. Ja, genau. Also ich denke mal, jetzt kann man da dein Apartment. Umgeräumt, jetzt will ich mir das mal angucken. Ach so. Ich oh. Kann es sein, dass es ja auch neue LKWs gibt? Man... Kann es sein, dass sie irgendwie gefühlt. Ja. Achso, es gibt neue Trucks, glaube ich, jetzt auch. Neue, ja, ja, genau. Allgemein irgendwie neue Fahrzeuge, ne? Motorräder, Autos und so weiter. Erstmal das, und kann es sein, dass hier irgendwie viel mehr Verkehr auf der Straße ist? Und wie ist das nun mit den Tieren? Gibt es jetzt auch Tiere? Ja, du kannst Katzen erschrecken. Hast du das gesehen, das Video? Nee, ich habe nur das Bild dazu gesehen, also. Lad Bibel, das geht irgendwie 21 Sekunden, Alter, ich habe mich so bepisst vor Lachen. Das ist so doof, er erschreckt die Katze, Katze läuft weg. Auto fährt drüber, Auto kommt total von der Straße ab. Das ist so. Well, that escalated quickly. Also gibt's hier nur Katzen oder was? Ich muss ja, keine Ahnung, ich hab noch keine gesehen. Ah, jetzt krieg ich hier einen Anruf von Lester. Ja, ich hab den auch gerade. Ich muss gerade zu Lester fahren. Ja, genau. Und dann quatschst du mit dem ein bisschen, dann kriegst du nochmal einen Anruf. Und dann kannst du in dein Apartment fahren. Und dann aber nur ein Luxus-Apartment, sagt er gerade, ne? Ich kann ja das ja, ich kann das ja einfach mal starten. Vielleicht habe ich ja. Mehr zur Auswahl mit meinem Level. Wer weiß. Was das Tor sieht anders aus hier. Ja, die Einfahrt ist auch anders. Sieht mal Musik aus. Wahrscheinlich hast du noch 10 Plätze mehr hier. Garage sieht jetzt nicht sonderlich anders aus. Jetzt vor allem, ich erschrecke mich auch jedes Mal, wo meine ganzen Autos hin sind. Aber ich habe ja 2 Apartments und die ganzen stehen in dem anderen. Ich habe nur noch 3. Na, ich habe diese ganzen geschenkten Autos, aber die kriegst du ja leider nicht verkauft. Ich muss die mal irgendwie, weiß ich nicht. Dann müssen wir, glaube ich, erstmal durchsehen, was alles dazugekommen ist jetzt hier. Es gibt irgendwie so viele neue SMS und Anrufe von allen. Also, ich bin jetzt in dem Planungsraum. Ich bin jetzt bei Lester. Okay. Alter! Hier vorbereitet und geplant werden. Oha. Alexander Weiß hat geschrien. Der Raum sieht ja mal richtig geil aus. Jetzt. Gucken wir mal, ob sich generell hier was. Ah, hier oh Gott, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Aber so, dass die Scheiße nicht geändert, oder? Und mit meiner dummen, komischen Waschbären macht sie sich aus. Total ernst zu nehmen. Oh. Ich glaube, jetzt könnte ich. Ja. Freunde einladen. Ach, nur einen kann ich einladen. What? Nein. Für den Überfall, den ich jetzt habe, könnte ich eine Person einladen. Ja. Bevor ich jetzt hier irgendwas drücke, können wir mal eine Testmission machen? Und dann. Kann ich was springen? Nee. Arti. Kuckucksclan-Mitglied. Das ist so freaky, ja. Ja. Oh, das Handy sieht auch anders aus, die Jobliste. Hä? Hey. Ach, jetzt hast du eine E-Mail, glaube ich, sogar, ne? E-Mail-Ad. Soll ich auf schwer oder normal machen? Nee, auf normal, weil bei schwer darfst du wohl nur einmal sterben und dann ist das Ding vorbei. Was? Ja, das ist irgendwie gar ganz, nicht, Alter. Das ist ganz krank irgendwie. Das ist so, ja richtig böse. Der Markt hat ja, cool, dann hast du alles? Warte. Messer wird bald wegen des Jobs melden. Ne, kannst anmelden. Ja. Spielen! Diesen geilen Jeep von Meriwether. Das ist. Oh, was ist das für ein Helm? Ach, das ist ein neues Auto, ja, stimmt. Das juckt. Oh, Christoph, magst du irgendwie deinen Fernseher leiser machen oder so? Ah ja, sorry, ja. Das hört man tatsächlich. Oder dein Mikro irgendwie leiser stellen. Das ist. Ah, ja.
Stimmt, das kann ich auch machen. Ja, wo war das denn? Ah, hier. Lautstärkeregel. Siehst du das Video jetzt auch hören? Ja. Mist, das ist ja gar nicht klar. Sag mal bitte kurz ruhig, Christoph. Because this is it. Well, it's not it, but it's something very big. It's not quite ready yet, but I wanted to see how you're doing. What I've got is a Flisa Bank franchise. And it's nothing too complicated. There's no buy-in. Now, normally, there would be a buy-in. You would put in money up front, we would arrange the job, and you would pull it off. But this time, I'll cover the upfront costs. Call it the price of getting a look at you. And there's no risk to you. Unless, of course, you count getting locked up or shot. So, you ready? I mean, what do you think? You questions, comments, concerns? All right. What are you waiting for? Let's go see this place. Fett. Alter. Alter, was ist mit dir passiert? Mit deiner Schminke da auf dem Kopf. Meine Schminke? Hm. Du sahst so überdressed aus. Na, die Augen, ne? Mögliche Anteile. Also, ist jetzt weiter drin, oder was? Also, ist jetzt weiter drin, oder was? Ja. Let's go. Hä? So. Steigen. Ah, Planung vor. Word of warning, we're on the job right now. So don't let the cops notice you. If they come after us, we call it off. So, my taciturn friends, I suppose you want to know how we're doing this. Well, funny you should ask. We're driving out to the bank, taking a look at it, picking up some equipment, and then heading back to make our plans. Not very complex at all. We're not going in, we're not poking it with a stick. We're just sitting back and taking a look. You see, I like my scores like I like my dates. Across the street and unaware they're being watched. Alter. All right, so why this bank over all the other banks in the state? Why does fortune favor this one? Another good question. You're full of good questions. You're like a child whose parents think it's clever, or the IRS. Well, this bank's got some safety deposit boxes. And in one of those safety deposit boxes are some bonds being hidden. Das ist bestimmt nur so eine Einführungsfunktion hier. Schätze ich auch mal, so wie er das gerade hier alles erzählt. Vor allem, weil es erste Mal kostenlos ist und du das Geld nicht vorschießen musst. Ja. Na gut, dann. Relatively light if your daydreams are raids on the Union Depository. Das Auto fährt sich ultra beschissen. Merkt man gar nicht. Das ist hier wahrscheinlich auf Alex oder so warten. The minor escalation is worth it if you can handle it. Plus, you know, the sea view, nothing like staring at the ocean while you contemplate money and power and incarceration and homicide. You know, all those weighty issues surrounding your first foray into serious armed robbery. I'm assuming you're kind of a cerebral crew, because otherwise this whole not talking deal just kind of puts you on the spectrum, right? Okay, well, how about we just get there and see where we're at? Hätten wir nicht einen Elegy nehmen können oder so, das wäre glaube ich entspannter gewesen. Diese Kiste hier, die ist. Ist ja gleich da. Ah ne. Eine Bank am Arsch der Welt, ne? Das war zu früh eingebogen. There it is. Take a look. Drink it in. I've patched into their security feed on my cell. Take a look. What are we looking at? Small joint. Not much security. Snap won't give a crap. Especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking how to turn this into a screenplay. Boxes are in the back behind the safe. We want box number 167. Yeah, it's right on the highway with good access. That works for you. You get out quick, but it'll also work for the cops. Speed up their response time. Okay? Okay. We've seen what we're gonna see. Let's go to the garment factory. Okay. Now, when you hit the bank, you're gonna need to hack into its security system.
I've written a neat little program that'll do most of the work for you, but it's probably a good idea for you to familiarize yourself with it. You, in the passenger seat. I've sent it to your phone. Jeder kommt jetzt irgendwie zwei Video online. Alex wahrscheinlich eher später. Kann er noch ein bisschen was anderes zocken in der Zwischenzeit. Ich komm nachher wieder rein. Jo. Was soll das jetzt? Führe das Signal zum Ausgangsanschluss. Alter, während ich das Spiel habe, kriege ich gerade richtig mehr Bock auf diese Mission. Ey, das ist schon wieder ultra. Ich muss hier gerade was hacken. Ach, echt? Schaltung komplett. Jo. Für das Signal zum Osten. Aber das ist eigentlich, das ist wie Snake, weißt? Ja. Durch so ein Labyrinth lenken, so ein Punkt. Okay. Das ist ja cool, weil ich fahre hier gerade zur Fabrik zu ihm, weißt? Ja. Schaltung komplett. Mal. Hard copies to go on a notice board. Yeah, plus all the equipment we spoke about. I'll be over to collect it with the. Oh, ich soll bestimmt das Ding bestimmt hacken. Charming as ever. Das ist ja geil. Ich dachte mir gerade so, hey, wieso fahre ich da jetzt hier die ganze Zeit hin und her, aber. Das ist ja cool, Mann. As a job gets more complicated, so oh, nee, man. If you're likely to be seen by civilians, you're provided with a couple of masks. Then when you go into the bank, you can. Ja, stimmt, du spielst ja die ganze Zeit mit dem Handy rum. Ja. There's the added bonus of none of your comic convention outfits being linked to a major crime. Whoop-de-doo. Where were we? Masks. Paige. Oh yeah. We'll go over there, pick her up, and go back to your place to plan this thing. I can talk you through the planning board later. That might be helped by a visual aid. The rest is natürlich lässt sich halt so ein bisschen ausgelöst. Der Rest erklärt sich eigentlich von selbst. Was steht da jetzt bei dir? Jetzt bin ich durch. Jetzt sehe ich wieder das Auto vor mir. Ah, okay. Jetzt habe ich das drei Sachen da gemacht. Ja. Gehackt. Und jetzt mal schauen. Hast du mitgekriegt, was er hier gerade erzählt hat? Nicht so wirklich. Er hat gerade mit Paige telefoniert. Ich schätze mal, das wird ein Komplize sein oder so, den er jetzt engagiert hat. Okay. Weil er jetzt sagt von wegen, ja, wir hacken das ganze Ding jetzt und fahren dann jetzt zu ihm und treffen uns dann nachher irgendwie im Planungsbüro. Also ich schätze mal, das werden dann die sein, die uns nachher noch mit unterstützen oder so. Da ist sie. So. Ja, Mann, hier fahren wir rein. So. Hier, steig in den Grange. Ach, das ist die Perle, die uns hilft wahrscheinlich, wa? Ja. Nee, Lester, du kommst schön hinten hin. Die Elite sitzt vorne. Lester, der alte Krüppel. Ja. Was? Wo fahren wir hin? Wie fährt er den Ranger bei der Garage ab? Oh, ich denke mal da, wo wir unsere Bude haben. Ja. Is it all there? I think so. You want to get out and check, go down the inventory, or are you happy sitting there making a ja, guck mal, im Singleplayer hast du ja kaum gespielt, ne? Ja, warte mal kurz. Thank you. It should all be there. The clothes, guns, headsets, holdalls, masks, the drill, the files with all the photos and surveillance work. Hey, there's enough here to make us all look real suspicious. Nice little conspiracy to commit robbery charge waiting to happen. What, they're gonna charge us with thought crime? Not so much thought as everything but the deed crime. We'd be caught with our pants down and a hard-on out to here. Well, we're not getting caught. These are professionals. So I hear. Na, wir sind Profis. Professionals money can buy. I like to think of it as investing in new talent. And until you and me start playing low-rent Bonnie and Clyde, that's the way it's got to be. She didn't mean anything by that, by the way. She's just a little brusque. If they were offended, they would have said something. Der fährt sich auch richtig gut. Weil du hast ja so eine Mission auch mal im Singleplayer. Da wird auch alles geplant. Da musst du dir deine Komplizen aussuchen. Das ist ja gleich hier dieser Diamantenladen da am Anfang. Genau. Genau, das hatte ich ja. Zwei oder drei Mal hast du das. Mhm, genau. Das war auch geil. Das hat auch Spaß gemacht.
Scheiße, fährt sich richtig gut. Oh, eine Trophäe. Vorbereitung bestanden. Okay. Platin, Gold, whatever. Ah, guck mal, jetzt sind die Jobpoints auch rot. Mhm. Oh, Level 63. Level up, whoop, whoop. Okay, okay, okay. Now, Paige will set up a board for you, won't you, Paige? I'd let you do it if you could reach. I mean, I didn't see any milk crates for you to stand on. Mm-hmm. The most important thing to look for in an employee is respect. You can't get anything done without respect. Where was I? Oh, yes, yes, the room. And Paige is setting up this board on which you will plan your scores. You'll use it to set out all the prep work you need to do, select your crew, figure out how the take from a score should be split up. So you need a crew to take a score. But only one person can be in charge. Oh, da steht ja alles in Deutsch hin. Mm-hmm. Cool. Isn't that right, mm-hmm. Paige? Blow me. All right. You're only gonna need one thing. Oh, God. Dieser Humor. High-speed armored car. Now, instead of getting one legitimately and leaving a nice long paper trail to your front door, you're gonna be jacking one from a nasty Korean crew and leaving a nice long paper trail to their door instead. This is good to go. Hey, here's your board. Good, good, good. When you're ready to move on the car, go over it. Study the plan. Tick it off the list. You must be methodical. This isn't just a dumb crime. Well, there is an element of that, huh? Gott, ist der schlecht. You got the car? We'll come back here and talk bank jobs. Da stehen unsere Namen. Yay! Das ist ja geil. Bitte wartet, bis der Anführer die Einführung des Raubüberfallplanungstafel beendet hat. So. Schaut euch die Sicherheitsschließerbank an, dann holt Paige und etwas Ausrüstung an der Fabrik ab und kommt zurück in die Wohnung, um den Überfall zu planen. Du musst alle hier aufgeführten Vorbereitungsmissionen abschließen, bevor du zum Raubüberfall-Finale übergehen kannst. Okay. So. Beschafft den Fluchtwagen über den. Für den Fließerüberfall. Es befindet sich momentan auf einem Parkplatz in Del Perro in der Obhut einer arroganten Crew aus Little Soul. Ja, keine Ahnung, was du jetzt da machen kannst, musst. Er zeigt mir gerade das ganze Zimmer einmal. Achso, okay. Dann warten wir mal kurz ab. Bis du da durch bist. Bitte wähle die nächste Raubüberfallvorbereitungsmethode. Ich denke mal, die zweite musst du jetzt machen, ne? Genau. Das Fluchtfahrzeug besorgen. Man soll sich ja später auch irgendwie diese Fluchtfahrzeuge selber kaufen können oder so. Irgendwie ist es geil, weil. Ja. So, hast du ja alles, ne? Jojo. Haben wir nichts gemacht eben. Spielen. Oh, was geil. Ist das denn? Kleidungsstil, Straße, Freizeit. Oh, Rebell. Jetzt kommen die Tattoos sehr geil zur Geltung. Ich will meine Tüte aufbehalten. Ist doch klar. Wo kann man denn deine eigenen Outfits oder sind das alles die eigenen? Ja, du hast doch da Kleidungsstil, Outfit und so weiter. Und wenn du mal auf Maske gehst, kannst du ja. Ach da, Maskenstil. Genau. Hier so. Warte mal, was ist das? Maske, Totenkopf? Getuntes Fahrzeug. Ja, ich will ja meine Tattoos Jester sehen. Jester, Kalari. Ne?
Ah, nimm mal den Jester. Jetzt hast du hier noch kannst du, Freizeit. Ich, den Straße. Rebell. Jo, ich bin bereit. Elegie bereit zum Spielen. Ah ja, schon ein Stückchen gespannter. Voll schön mit den Lederhandschuhen und so. Warum bin ich jetzt? Warum habe ich jetzt keine Maske? Ich bin der Job fürs Grobe. Fahren wir mit einem oder fahren wir mit? Ah, ja, wir fahren mit meinem hin und dann. Ja. Ja, und dann stopp ich mir das Auto. Und erkläre euch, worum geht es? Ach ja, die Karre, okay. Wir sind nur mit der Karre. Oh. Fahren und lesen ist schwierig. Ja. Ja, fahr mal, ich sag dir, wenn was wichtig ist. Das sind einfach nur paranoide Vollspacken, die Raubüberfälle, Kreditbetrüge machen und sehr ja, paranoid sind und irgendwie auf alles schießen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Oh. Oh. Oh, knapp. Ja. Ja. Cool. Also, Leute. Nicht vergessen, ihr könnt machen, wie ihr Bock habt, aber seid vorsichtig. Wenn also kannst du eine Maske aufsetzen. Oh. Warte mal, wie kann ich die Maske jetzt aufsetzen? Nach links drücken. Also steuer kurz nach links. Warte mal, wollen wir nicht vorher mal eine Waffe auswählen oder wieso? Ja. Ich glaube, das könnte gesünder sein. Ja, ne? Ich habe eine kleine Waffe. Ja, ich auch. Raketenwerfer muss dran. Ne? Du weißt schon, dass wir ein Auto stehlen sollen. Da ist so ein Raketenwerfer. Ups, Auto kaputt. Nicht zwingend. Pack die Haftbomben weg. Och man. Hi Tyler, we are not speaking English, we are German people. We are German idiots. Yes, of Duck dich doch mal. Alter, scheiße, tot. Was? Steh auf. Aber du kannst doch jetzt nochmal, ne? Ja, 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 ja. Das ist das letzte Leben, verkackst mich. Hier sind noch zwei so eine verschissenen Affen hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte gerade sagen, mach du mal ein bisschen, ich hab hier kaum noch Energie. Jo, Arvin. Alter. Welche Karre ist das? Na, dreimal darfst du raten, welche Karre das wohl ist. Die, die eventuell oh, komplett gepanzert ist. Da kommen noch welche, da kommen noch welche, da kommen noch welche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fahr vorsichtig. Das muss kaputt gehen. Wollen wir hier erstmal... Ja, ich guck schon hier. Also hier unten, wenn nur ein runterkommt, sind ein paar. Aber bist du schon unten, oder wie? Ja, und ich bin jetzt einmal nur einen runtergegangen. Da waren zwei. Oh Gott. Der fährt sich ja... Im Gegensatz zu den anderen fährt er sich ganz schön ruppig. Oh Gott, da kommen jetzt ein paar mehr. Ja, soll ich einfach fahren, oder? Nee, warte mal, hier sind noch...
Auf fahren wir hier aber nicht über den Haufen, ne? Ja, die Frage ist ja, auf welcher Parkebene bist du gerade? P3? Ich bin 2 Grad nach unten gegangen. Ja, P3, genau. Und ich gehe jetzt runter P2. Da kommen aber mehr Gegner. Also ich stehe ganz dicht an der Mauer, also nicht, dass du mich umfährst. Ne? Opa. Ah, fuck! Sorry! Pass auf da! Ja, ich seh's, schade. Ich glaub, einer ist noch. Mein Arsch. Ja, was für. Genau. Doch meine Karre kriegt nichts ab hier. Oh, das war knapp. Hi guys, you speak Russian? No, Eki, we don't speak Russian. Idiot. Ah, hier kommen noch mehr Leute. Was? Oh Gott. Alter. Viele, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht hättest du bei mir mit einsteigen müssen und wir hätten wieder Haftbomben-Action machen müssen. Alter, oh, Familienauto. Ich mach das. Noch einer, noch zwei. Oh, boah, zwei erwischt, Alter. Nochmal zwei. Ich komm. Alter. So schnell ich kann. Na Gott sei Dank ist das eine gepanzerte Kiste. Aber ich glaube, die hält nicht alles aus. Alter, ich hab, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele hinter mir. Ja, vor allem das Komische ist, ich glaube, ich habe einen Platten, obwohl ich gepanzerte Reifen habe. Auf Viereck. Sind noch alle weg. Ups. Oh. Na cool. Alter Vater. Schön, wie du bei mir aussteigst. Ja. Und vor allem, wie da Blut auf dem Auto klebt, Alter. Speichern fehlgeschlagen. Oh, nein. Bitte nicht, Rucksack. Lass die Server jetzt nicht abstürzen. Das fände ich so toll. Nein. So. Nun? Du hast auch schon eine Jobeinladung. Ja, Robert, ich mache ein Plaise 4 Giveaway. Max selbst. Hallo, Robert. Ich glaube, wir müssen zum Apartment, kann das sein? Yes, yes, I know that, ja. Yeah. And so on. Hallo René, schreibt er. Auf dem Telefon. Wie? Eine neue Einladung. Da. Lester, Raubüberfall, der Fließerüberfall. So, ich lade gleich ein. Jojo. Ja, das krieg ich denn wahrscheinlich als... Genau, weil du ja... Squirt-Leader. Ja, genau. Squirt-Leader, meinst du? ekelhaft. Wie ich auch noch eine Schusswunde am Rücken habe, Alter. Ist das schlecht. Aber ich habe die ganzen gepanzerten Autos jetzt nicht gesehen, wo man die kaufen kann. Hier irgendwie bei... Voilà. Aber warum das alles für zwei Spieler nur ist? Nee, ich denke mal, das ist nur die eine jetzt hier. Ich denke mal, hier nach zum Eingewöhnen. Denke ich mal. Und danach ist bestimmt...
mit 4 Leuten und ja. So, kaum normales. Ja, aber das war eben schon wieder zu gut. Rennst da rein. Hallo. Oh Gott, stehen hier viele Leute. Ja. Hast du alles? Ja. Oh, Robert, der Witz war jetzt aber ganz schön böse. Ja, Robert, der war lustig. It's never easy. There won't exactly be a fireworks, you know. It'll be vaguely awkward and disappointing, you know. You'll probably stick the wrong thing in the wrong part and you'll finish too early and you won't be able to. Was erzählt er da, ey? But new worlds will open up. Something will have changed, you know. New opportunities, new risks. Nein, ich war gerade nicht angenehm von ihm. A little creeped out, but you're gonna repress it. Squash it down. And we'll never talk about it, okay? Okay? Okay. First time. Felisa! Woo! It's a two-man score, right? One of you drives, keeps the heat off of you. The other goes into the bank, goes to the specific safety deposit box. Then you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, come see me, give me the box, and you get paid. Okay. You know, klingt in der Theorie einfach. Like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are wild, insane, mind-blowing orgies in your future. Orgies. But we all gotta start somewhere. Good luck. Oh Gott, ist das ein Idiot, ey. 15.000. Also, so. Ich bin bereit. Also machst du den Bohrer dann. Sozusagen. Begitte. Okay, also ich bekomme 60% und du 40%. Okay. Gesamtbeute des Überfalls. Diese Tabelle zeigt dir die Raubüberfallkonfiguration. Wird beim Anführer des Raubüberfalls festgelegt. Ach, das kann ich alles noch ändern, okay. Hier kannst du die Werte der ausgewählten Spieler ansehen und welche Medaillen will man. Okay. Das ist ja fast gar nicht weit auseinander. Ja, er zeigt mir hier gerade irgendwie die ganze Tafel, erklärt mir das gerade alles nochmal. Wollen wir Hälfte-Hälfte machen oder was? Kannst du machen, jo. Klingt ja nicht. Ach so, das kannst du ändern, okay, cool. Ja, weil ich ja der Squirt-Leader bin. Ja. Jo. So. Ich könnte jetzt auch noch, wir könnten jetzt auch noch tauschen, dass ich Fahrer bin und du Bohrer, ja. Wie auch immer, aber ich denke mal. Jo, das. Wir starten ja eh jetzt mal. Mal so, mal so. Ja, sexy. Das lassen wir so, ne? Das lassen wir so, das ist gut. Ja. Oder was? Ja, was kann ich denn hier noch von Masken nehmen? Oder hier. Ich nehm die Maske. Ist das bescheuert, ey. Das ist so schlecht. Entscheide ich das jetzt hier? Nee, eigentlich nicht. Hä? Weil wenn ich jetzt hier mach, dann.
Ey! Ach so, weil du unten klassische Monster und so auswählst, deshalb. Nein, ich will Prinzess Bubblegum machen. Ey, was änderst du denn da mal? Ja, ich denke mal, ich muss das hier entscheiden, oder? Nee. Was möchtest du denn? Du Klassische machst doch. Monster oder? Genau, lass das einfach mal an. Und jetzt such mal dir was aus oben. Weil ich habe das immer alles fertig eingestellt und dann änderst du das immer. Achso. Ja, ich hab. Mann, wo ist denn jetzt die Kackmaske? Ah ne, die gibt's da jetzt gar nicht, okay. So. Was machst du da? Mein Stuhl knatscht. Jo, wegen kannst du starten. Achso, ne, muss ich mal drücken. Also, jo, bist du Nosferatu? Ja. Weißt du, wie du aussiehst? Kannst du dich noch an den HNO-Arzt Weiß erinnern? So siehst du aus. Weil ich jetzt gestern da war und jetzt wirklich das Gesicht so sehe. Ja, geil. So, coole Sache. Wird gemacht, Onkel Lester. Natürlich kommt da jetzt ein Auto. Wenn ich hier gerade so einen dran hab. Zeigst du wieder deine Fahrerskills? Das war einfach so. Ich fahr gerade, da kommt ein scheiß Auto aus der Einfahrt. Obwohl ich rot hatte. Der darf da nicht fahren. Wrong. Okay, einer fährt und einer hackt sich ins System ein. Da würde ich sagen, fahre ich ja gleich mal denn, ne? Also ich steige jetzt in die Karre ein. Ja, komm erstmal her und dann steige ich ein. Weil wenn ich ja Dann eh kannst einen du ja mal das Fahrer. Hacksystem ausprobieren. Na, ich weiß nicht, wegen Fahrerwechsel nochmal, weil ich doch nachher dann direkt fahren muss. Ja, ich Weißt? gehe, wir fahren, können da so trotzdem hinfahren. Na denn, ist ja Oder? geil. Oder? Nee, warte mal. Ich steige hier schon ein. Na, dann bist du Fahrer. Ah, okay. Bist Dann du? ist das durch die Gruppenverteilung Jo. vorgegeben. Du, jetzt darf ich hacken. Verkack's nicht. Nö. Du hast nur einen Versuch. Nein! Das ist gar nicht so einfach, ey. Hast du wirklich nur einen Versuch? Nee. Nö, weiß ich nicht. Wäre schlecht. Ganze Wenn sie es Vorbereitung für den verkacken, Arsch. deinstalliert das Spiel. Nein! Und dein So. Rockstar-Profil wird gelöscht. Ja. Ich weiß ich nicht, Alter. Vorhin waren die so einfach, mittlerweile sind die total. Oh Gott. Also, da waren die anderen Hackspiele aber ein Scheiß dagegen, ey. Oh Gott, echt? Ja. Na, du hackst dich halt jetzt auch in eine Bank rein, ne? Darfst du ja nicht vergessen, das andere waren ja nur irgendwelche Garagentore. Ja, das stimmt auch wieder. So, zwei hat er, eins noch. Nummer drei. Oh! Ja, sehr gut. Das ist nicht gut bei so einer Mission. Sowas zu hören. Alter.
Ja, weil das ist... Warte mal. Nee. Nee, warte mal. Scheiße, weil er hat nämlich gerade noch was erklärt. Ja, du musst mit dem Handy, denn wenn du das durch hast, öffnest du wohl die Türen, da gibt's 4 Kameras. Ich soll die irgendwie vorne in Schach halten. Ich habe noch keine Ahnung. System gehackt. Und dann müssen wir uns danach zu irgendwem anders begeben, der uns dann aus der Scheiße rausholt. Ja, klingt nach einem Plan. Sehr ja. Guten. Nicht. Oh Mann, ey. Ich will gerade hier eventuell schon Haftbomben oder sowas irgendwo hinzuschmeißen, weißt du? So. Halt erstmal an, gucken, was passiert. Öffne den Tresor. Ach so. Okay. Jetzt der Tresor offen, weil ich das ja gehackt habe. Cool. Genau, das sehe ich auch gerade. So, setz die Maske auf und los geht's, ne? Betrete die Bank. Halt die Kamera aus. Welche Kamera? Ach, das muss ich machen. Oh, jetzt setz ich den Bohrer an. Ja, die Frage ist, wo sind die ganzen Kameras? Oh, scheiße, das ist... Mensch, was ist denn das? Wo ist heiß gelaufen? Lass R2 los. Oh, was ist das denn, ey? Ah! Fahrrad versagt. Was ist nun passiert? Ich muss die Kameras kaputt machen, das habe ich verkackt. Ja, vor allen Dingen, du setzt den Bohrer einmal an, drückst drauf. Ja. Und, ja, fehlgeschlagen. Okay. No, R2 nochmal. Das war ja gerade, also, er läuft, du drückst einmal rauf, läuft heiß an und das ist ein bisschen... Ich wusste doch gar nicht eben, was ich machen sollte. Deshalb, wir müssen kurz warten. Ich schieße vorne die Kameras kaputt. War noch nicht so prickeln. Oh, wird schon. Oh. Kameras, welche Kameras denn? Zeig ich dir die an, oder was? Ja, ja. Ach da. Ist das nur eine? Nee. Nee, vorne ist auch noch eine. Dann gehe ich rein, ne? Warte. Da drin muss ich die ganze Kameras ja auch kaputt machen. Warte mal, lass mich mal vor. Weil dann läuft nämlich erst die... Hier sind noch 2 hier hinten bei mir. Ja. Genau. Und hier hinten im Dingsfach weiß ich nicht, muss mal gucken. Im Tresor hinten. Halte die Zeugen unter Kontrolle. So, jetzt muss ich erstmal nochmal gucken hier. Achso, jetzt muss ich hier vorne die Leute im Schach halten. Benutze R2 zum Steineburghaft benutzen. Ah, jetzt muss ich die hier bedrohen, okay? Wie kann ich die denn anbrüllen? Stay
Schrei, schrei, schrei. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich die hier anschreien soll. Oh shit! Oh ja, die sind tot. Er bohrt das scheiß Schließfach nicht auf. Was ist denn das für ein Scheiß? Unbeteiligte erledigt. Ja. Jetzt habe ich eine. Ich wusste gar nicht, dass ich da eine Granate werfe. Ich weiß nicht, ob ich mich hier zu blöd anstelle oder was. Das ist schon wieder so ein bisschen so. Naja. Was geht hier ab? Noch mal. Ja, vor allem, er sagt, ich soll die anschreien. Das Einzige, was ich machen kann, ist in die Luft schießen. Nimmst du mal die hintere Kamera? Ja. Machst du denn gleich links oben die Kamera? Ich mach hier hinten die Kamera. Ja. Ich muss das jetzt mit dem Bohrer hinkriegen. Das check ich nicht, Alter, ohne Scheiß. Also, das ist mir ein bisschen... too high. So, warte mal. Die Geiseln werden Alarm betätigen, wenn die Situation nicht unter Kontrolle hast, wenn du... oder wenn du zu aggressiv bist, okay? Du kannst zielen, indem sie schießen, sie anbrüllen und sie schlagen, aber schlagen nicht zu viel und pass auf, dass keiner was versucht. Ja, das dauert ewig, bis der abkühlt, ey. Das ist doch schon wieder total. Das ist ohne Scheiß, tut mir leid. Wie konnte ich nochmal schlagen? In der Kreis, ne? I do not like this. Achso, man muss hier in die Luft schießen und so. Okay, I get it. Ich hab hier noch nicht mal ein Schloss offen, ey. Warum macht er das denn nicht? Benutze R2 zum Steuern der Bohrkraft. Jo. Nutze L, um den Bohrer gegen den Bohrpunkt zu drücken. Mach ich auch. Tut mir leid, aber irgendwie funktioniert das nicht. Oh, ich muss die hier vorne nur in Schach halten. Ist das bescheuert, Alter, echt. Köpfe runter. Ich vor allem, ich weiß nicht, wie ich die anschreien soll. Also wäre das wirklich durchs Mikrofon? Achso, ja, wenn ich die ganze Zeit rede, dann geht das Ding hoch. Ey, Kollege. Der geht immer dichter zum. Ey,
ich krieg die scheiß Schlösser nicht auf, tut mir leid. Ich weiß nicht, wie das hier funktionieren soll. Das Problem ist, die verlieren, glaube ich, so langsam die... den Respekt vor mir. Keine Ahnung, ob das hier ein Bug ist oder was, also... Oder ich bin einfach nur zu dämlich, weil irgendwie... Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich hier drei Geiseln habe, die langsam echt aufmüpfig werden. So macht man das. Ja, das ist natürlich simpel. Wieso? Wie denn? Man muss R2 ganz geschmeidig drücken, damit der Bohrer sich ganz geschmeidig bewegt. Ja. Und dann bohrt er sich so langsam durch die Bolzen durch. Ah. Ja, so, das war der erste. Ja, weil ich immer so doll gedrückt habe, weißt? Naja. Und dann bohrt er mit der heißen, dann, ja. Also noch zwei. Ah, ich glaube, ich war gerade ein bisschen zu aggressiv. Oh. Ja gut, wenn es verkackst, jetzt weiß ich, wie es geht. Ja, aber das Problem ist, die Einschüchterung, die geht immer schneller jetzt runter. Das ist das Problem nämlich. Weil der Typ hier hinter der Scheibe... warum kann der nicht vorkommen, ey? Hä? I don't wanna get shot. Ja. Dann macht keine Scheiße, Kollegen. Dann erschieße ich euch auch nicht. Oh Mann. You don't have to shoot me. Whatever you want. Oh, auf den letzten Metern verkackt er jetzt, oder was? Das Problem ist auch, man darf auch nicht zu aggressiv hier sein, weil dann drücken sie nämlich auch den Alarmknopf. Der Bohrer, der wird so schnell heiß, das ist so ätzend gerade. Ich drück schon leicht drauf. Krieg's hin. Tell me what to do. I don't want to get shot. You don't have to shoot me. I knew we should have been banked. Er macht den letzten Bolzen auch nicht kaputt, ey. Ah, okay, man kann ja auch hingehen zu den Leuten und dann ohne Waffe. Okay. Na, wie weit bist du? Ja, jetzt der letzte Bolzen. Tut mir leid, also... Das ist wirklich Fingerspitzengefühl hier. Das ist so sensibel, ne? Ja. Das musst du dir mal selber ausprobieren, also das ist wirklich... Ja, hier vorne ist... ...meinte ich relativ easy, aber wahrscheinlich kommt mein Job jetzt gleich noch.
Alter, ich wollte gerade nur einen Schluck trinken, ey, und schon geht die Leiste runter hier. That would be the worst way of die. Oh, ich glaube, das war jetzt ganz schön aggressiv gerade. So, das war. Das hat sich gut angehört. Ist das behindert? Also. Jetzt ist. Boah, jetzt geht's los. Geschafft, zurück zum Auto. Wow, shit, Bullen! Das ist bestimmt nicht wenig, ne? Steig ein! Kann ich einsteigen? Ja, ja. Gas, gas, gas. Ich kümmere mich drum. Ja. Ich hab keine Haftbomben. Hm. Ich auch nicht. Also das war echt grad. Wieso gibt's keine Haftbomben mehr? Oh, oh. Alter! Das war cool. Das ist eine coole Brücke. Also wir können deins gerne auch danach gleich nochmal machen. Aber ey, das war echt böse. Oh, ich hier fahr achso, ist ja gleich da. Gib jetzt zur Abholstelle. Muss man die Sterne loswerden? Nee. Ich hab keine Ahnung. Warte mal, der doch auch. Das knallt einfach so durch, ne? Ja. Ist das da unser Fluchthelfer? Fahr unter den Cargo-Box. Ein Riesenmagnet. Was ist das denn, Alter? Richtig geil, Alter. Alter. Das ist meine Flucht. Also ich habe jetzt gerade mit einem irgendwie mit der Flucht oder so gerechnet, ne? Aber... Nicht damit. Ja. Show to me. Ooh, yes, it is the holiday season at the Crest residence, and Daddy's out drinking. Say, you passed. If that thing I talked about comes up, I'll call you in the meantime. If anyone comes to me, I'll mention a reliable pair of hands. Hey, for the first time that wasn't bad, but don't get clingy. Bestanden. Tatsächliche Beute 115.000. Elite Herausforderung fehlgestanden. Fehlgeschlagen. Nicht schnell neu starten, okay. Alter, 157.000. Speichern fehlgeschlagen. Fick dich, Rockstar. Geil. Ey, das ist ja cool. Jetzt so mit der Bar noch am Ende. Hm. Ob man jetzt auch so in eine Bar gehen kann normalerweise? Karin Kuruma freigeschaltet. Geil. Alter, Gegner-Modi verfügbar. Schnell so auf deinem Handy. Kann man jetzt, kannst du das jetzt, können wir das jetzt mit deiner auch nochmal machen oder ging das jetzt nur mit? Ich weiß es nicht. Also ich guck mal an dein Handy sonst. Der Raubüberfall steht oder so. Lester. In der Jobliste nicht. Nee, aber ich soll. Und mir zeigt das an, dass ich im Apartment, das wird noch an einer Farbe angezeigt. Ich fahr mal hoch. Warte mal. Was jo. Oh. Ist ja gleich hier vorne eigentlich. Ach ja.
Gleich ums Eck. Das war cool, ja. Ja, vor allem die Flucht ist geil. Bisschen schwierig, aber. Ja, gut. Ja, ja. Also wie gesagt, das so, musst du selber, ne? Musst du selber mal ausprobieren. Also das ist wirklich so ein bisschen. Hm. Aber die Frage ist ja, warum habe ich jetzt immer Platin gekriegt und du Gold? Ich weiß es nicht. Speichern erfolgreich, sehr schön. Aber 157 Tage. Naja gut, aber guck mal, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Fast eine Stunde. Ja. Martin, Mission neu. 2 bis 12 Spiele. Belagerungszustand 3. Cool. Huch, hallo? Gehst du mal durch die Tür? Um einen Raubüberfall zu starten. Ist das derselbe? Weiß nicht. Ich setze mich jetzt hier gerade auf meine Couch mit meinem Handy. Und jetzt lädt hier nichts. Jetzt ist das Bild gerade ausgegraut, aber nichts passiert weiter. Der Job konnte nicht heruntergeladen werden. Bitte versuche es noch einmal. Hm. Ob es auch neue Waffen gibt? Glaube ja. Ja, gleich mal gucken hier. Achtung, diesen Job zu spielen setzt deinen Fortschritt für die Herausforderung komplett der Reihe nach zurück. Bist du sicher, dass du fortfahren willst? Hä? Also zählt das jetzt für dich auch, oder was? Ja, aber was für ein Fortschritt soll das sein? guck mal unter Statistik oder so. Karriere. Nee. Letzte Sitzung am Stück, 7 Stunden 9 Minuten. Ja, das ist auch meine längste Sitzung. Ja, das war relativ am Anfang damals, ne? Das war, glaube ich, nur Sonntag gewesen. Ja. Mit einem Fahndungs-